Den Sanitäter erstmal aufs Korn nehmen, oder? Ich frage mich gerade, warum ich keine Heilung empfange hier. Wo ist mein Unterstützungs... Da ist er. War witzig. Kannst du mal ein bisschen heilen jetzt. So. Ups, jetzt können wir noch besuchen jetzt hier. Wir müssen hier 40 Gegner erledigen, um wahrscheinlich auf den nächsten Teil des Bonuses zugreifen zu können. Hier haben wir alles erledigt. Wir gehen jetzt aber den typischen Weg einfach der Nase nach. Geiles Ding hier, geile Maschine, muss ich schon sagen. Hallo Robby. Wo sind sie da? Sollen wir einen T7? Können wir alle verkaufen. Hier sind zwei Roboter. Einmal da und da. Ich vermute mal, die gehören zusammen. Ja, war klar. Was? Hacker, die keine Energiekonsole? Was war da gerade gewesen? Habe ich gerade nicht gesehen. Und nach, da irgendwas rot aufgeleuchtet eben. Keine Ahnung, was gemeint war. So, hacke die Energiekonsole. Verzweifelter Angriff. Bonus. Schauen wir kurz auf die Map. Ah, hier seht ihr das. Diese drei Energiekerne. Kriegen wir hin, kein Problem. Oh, hier ist ja was los hier. So, was sind die? Einmal da oben. Witzig, da steht ein schöner Robby. Und links und rechts, ne? Gucken wir kurz auf die Map nochmal. Ja, links und rechts und in der Mitte. Seht ihr das? Machen wir es mal links und rechts und dann die Mitte. Kann so entspringen, ne? Ah, jetzt. Aha!
So, auf die nächste Konsole zu greifen. Wichtig, wichtig. Ich weiß nicht mehr, ob der schubsen kann, weil ich bin auf der republikanischen Seite, bin ich eher selten unterwegs, eher ganz selten. Deswegen weiß ich nicht mehr, ob der schubsen kann, aber ich stelle mich mal am besten so hin, dass er mich nicht schubsen kann. Halt, ihr wisst schon. Oh, wie lange geht denn der noch? 5 Minuten noch. Erheblicher Erfahrungsschub, nicht vergessen, dass wir den dann halt gleich erneuern. Ziel siegbar? Jetzt. Jetzt stellen wir uns mal hier so hin. So. Er schubst. Du fiese Möppel. Voll am Schubsen hier. Das ging ja. Okay. Assimilieren. Ja, danke. Was? Das kann doch nicht sein. Läuft er nicht aus dem Ruder? Verstehe ich jetzt gar nicht. Ach, guck mal, das ist auch noch so ein Boss. Den nehmen wir uns auch vor. Da gibt man bestimmt was Schönes hier. Ach, falls er schubsen sollte, stelle ich mich auch mal dahinter hin. Für den Fall, dass er halt schon bleibt, er dann mal stehen hier. Geht doch. Danke. Mal die 7-Jährigen mal kurz hochheilen. Der Unterstützungsdruide macht das gerade nicht. So. So. Was muss man machen hier? Finde einen Fluchtweg. Einen Fluchtweg? Aha. Warte mal. Durch die Müllen sorgen. Sollen wir uns also praktisch flüchtig machen? Okay, das hätte man vielleicht anders lösen können. Jetzt habe ich sie alle am Arsch. Das ist hier sie mehr oder weniger alleine. Ach ja, und den noch. Ah, schade auch. Ich dachte, ich könnte mal kurz dadurch entschwinden. Ich möchte nichts Drastisches tun. Gebt auf.
sofort. Nö. Keine Chance, wir entkommen. Wir werden fliehen, flüchten. Solange hier keine Mauer davon zukommen, ne? Ist das alles okay. Auf? Nein, tut's nicht. Okay. War klar. Mit uns sein. Ich vermute mal, wir müssen an die Konsole, an die, und müssen da durch. Seid gegrüßt. Endlich. Ein echter lebendiger Jedi. Wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Ein wahrer Sith hält's nicht lange ohne echte Herausforderung aus. Es mussten schon viele Männer ihr Leben lassen. Der Tod wird mich niemals überraschen. Ich bin der Tod. Einen gefährlichen Feind zu zerstören, das ist der Weg eines wahren Sith. Wenn ich euch das Herz aus der Brust schneide, werden eure Jedi-Gefährten eure Niederlage spüren. Und mein Meister auch. Wendet euch von der dunklen Seite ab. Helft uns, die Leben Unschuldiger zu retten. Diejenigen, die nicht stark genug sind, durch ihre eigene Hand zu überleben, verdienen den Tod. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Seid ihr bereit für die Vergessenheit? Ich hatte gehofft, ihr würdet diesem Wahnsinn den Rücken kehren. Ich hatte auf einen Jedi gehofft, der eine echte Herausforderung ist. Oh, ich bin eine echte Herausforderung. Ich muss sehr schnell erleben. Dass du hier springst, war hellauf, ist doch doof von dir, Rock. Das ist auch doof. Hm.
Batterien unseres Haupttribulators auf. In ein paar Augenblicken werden euer erbärmliches Schiff und eure erbärmlichen Freunde... Na los, ab in die Fähren, wir müssen uns beeilen. Wenn wir schnell genug starten, können wir es vielleicht schaffen. Seid ihr bereit? Ich bin genau hinter euch, Botschafterin. Hoffen wir, dass Haken den Hyperantrieb bereit gemacht hat. Na los! Alle sind an Bord, Plex. Bringt uns hier raus. Los! Geschafft! Wir sind sicher! Das hätte niemand außer euch gekonnt. Ihr habt uns gerettet. Wir alle verdanken euch unser Leben. Im Namen der Passagiere und Crew des republikanischen Transporters Acelis. Danke. Es war mir eine Ehre, euch alle zu beschützen. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle verloren. Wir verdanken euch alles. Ich habe bei allen auf dem Schiff gesammelt. Hoffentlich könnt ihr mit diesen Credits anderen in Not helfen. So wie ihr uns gerettet habt. Besten Dank. Ihr verdient viel mehr. Botschafterin Azara, wie schön, dass auch ihr wohlbehalten zu uns zurückgekehrt seid. Schön, wieder hier zu sein, Haken. Nur gut, dass alles endlich vorbei ist. Wir sind endlich sicher. Ich möchte euch noch einmal für alles danken. Helden wie euch findet man nicht oft. Und die Republik braucht jetzt mutige Leute. Die Jedi sind immer da, wenn jemand in Not ist. Die Republik kann froh sein, auf euren Orden zählen zu können. Ich muss euch aber warnen. Groß Moff Kilran wird nie vergessen, was wir getan haben. Für seine Rache schreckt er von nichts zurück. Klingt, als sollte ich ab sofort lieber wachsam sein. Das wäre weise. Es gibt nichts, wozu Kilran nicht fähig wäre. Aber genug davon. Wir alle sollten uns nun entspannen und den Rest der Reise genießen. Danke nochmals. Und viel Glück für die Zukunft. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Wir sind angekommen auf Coruscant. Genial, wir haben es geschafft. Jetzt guckt euch mal diese schöne Welt an hier. Hammer, nicht? Würdet ihr auch gerne so in einer Welt leben würden? Also ich ja. Ich möchte gerne leben. Sowas werden wir leider nicht erfahren, also niemals erleben. Wir zumindest nicht. Vielleicht unsere Ur-Ur-Ur-Urenkel. Dass die vielleicht so eine Welt wahrhaftig vor sich haben werden. Wir leider nicht. Schade eigentlich, nicht? Aber zumindest haben wir die Möglichkeit, in solchen Spielen sowas erleben zu dürfen. Auch wenn es nur virtuell ist. So, wo müssen wir überhaupt hin jetzt hier? Vermute mal irgendwo da hinten hin. Ich muss es ja mal hier registrieren. Ich kann mich erinnern. Alles wird gut, T7. Wir werden es schon schaffen, T7. Keine Angst.
Wo sollen wir überhaupt hin? Hier spricht Meister Orgus Din. Du hast den Raumhafen von Coruscant entdeckt. Ja, sehr schön. Ich denke mal, wir müssen jetzt einmal zum Senatsgebäude hin. Das ist auf der anderen Seite vom Raumhafen. Da ist das Senatsgebäude. Ganz schön groß, muss schon sagen. So, ich weiß, ihr wisst schon, was das bedeutet. Ich mache jetzt mal hier einen Cut, Aufnahme beenden. Also, die Essels, den Flashpoint, den habe ich euch jetzt hier einfach mit einem Spiel, sag ich mal, gezeigt, vorgestellt. Die anderen Flashpoints werde ich dann jetzt nicht stückeln und einfach mit in die Aufnahme mit einbauen, sondern die werde ich einzeln, werde ich euch die zeigen. Ne? Essels, das ist praktisch der erste Flashpoint, der ist ziemlich einfach, ziemlich simpel. Ja. Den habe ich jetzt einfach, wie gesagt, mit reingenommen hier, einfach einen Spielfluss mit rein. Aber die anderen gibt es dann extra. Extra zum Spiel. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wie man jetzt guckt. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es hier weitergeht. Also morgen schon. Daumen hoch wäre auch mal klasse. Dankeschön. Kommentar wäre auch mal ganz klasse. Und ich sage dann mal, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Euer Rode. Ciao.